Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich endlich mal wieder, ich glaube, ich habe seit Ewigkeiten keins mehr gemacht, ein Full-Face Revolution. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, irgendwie war das auch die letzten Jahre nicht so der Vibe von mir, würde ich mal so sagen, weil die Produkte, die auch neu rausgekommen sind, mich nicht so ultimativ interessiert haben. Jetzt, allen voran, geht natürlich diese Skin Silk Foundation, die jetzt natürlich auch verwendet wird. Aber auch so dies, das, Ananas ist hier noch mit am Start und auch ein paar echt alte Schätzeleins. Sofern ich die Produkte noch finden kann, stehen die alle in der Infobox und ihr bekommt auch sicherlich einige dieser Produkte bei Lookfantastic, wo ihr mit Claudi Welt maximal sparen könnt, wenn ihr möchtet. Und ja, ich starte. Das ist irgendwie aus so einer Limited Edition Y2K, hatte Sarah Isabel mir gesagt. Wusste ich nicht. Hydra Bubble Healthy Skin Primer Serum. Erinnert natürlich auch an den von Love, den es damals mal gab, ne? Und da sind halt auch wirklich so Perlen drin. Und wenn man das halt hochpumpt, dann platzen die Perlen und das Ganze ist dann quasi so ein Glowy Primer, der so ein bisschen gelig dann auf dem Gesicht ist. Riecht super angenehm, blumig. Der ist jetzt auch nicht super nährend, sodass Leute, die jetzt eine ölige Haut oder eine Mischhaut hätten, den ich verwenden könnten, der zieht sehr schnell ein. Also der ist jetzt quasi schon bei meiner sehr trockenen Haut weg. Aber das ist ja nicht schlimm. Wir schauen mal, wie der mit der Skin Silk Foundation zusammenarbeiten möchte. Ich habe die in der Farbe F0.5 und das ist halt auch wirklich meine Farbe, ne? Gibt es auch bei, also als ich das bestellt habe bei Lookfantastic, gab es das in meiner Nuance. Diese Foundation ist ja in aller Munde und wird auch wirklich sehr gehypt. Ich habe jetzt aber auch schon bei manchen gehört, dass die nicht so super funktioniert hat. Meine First Impression war auch nicht so fantastisch. Kann ich euch eben eh mal verlinken. Da hatte ich aber, glaube ich, auch nicht unbedingt den richtigen Primer dafür. Mal gucken, wie Revolution zusammen mit Revolution arbeitet. Die Foundation macht auf jeden Fall das Hautbild ein bisschen ruhiger. Sie ist relativ hell, weil mein Gesicht in Relation zu meinem Hals auch immer etwas dunkler ist tatsächlich durch die ganzen Muttermale und auch durch die Sommersprossen und so, ne? Und ja, ich finde sie aber farbtechnisch sehr, sehr schön und es sieht schön juicy aus. Jetzt nur mit dem Pinsel sieht es relativ streifig aus und deswegen arbeite ich mir das mit einem angefeuchteten Schwämmchen einfach nochmal intensiver in die Haut ein und nehme auch ein bisschen überschüssiges Produkt damit ab und dann gucken wir mal, wie das so läuft hier. Also ich hatte schon bessere Foundations, auch schon schlechtere. Es ist jetzt für mich kein Mega-Hype-Produkt. Ich weiß nicht, ob meine Haut dafür zu trocken ist oder ob der Primer auch dieses Mal nicht damit funktionieren wollte. Ich finde, vom Finish her ist die nicht perfekt. Ich habe jetzt auch immer wieder so ein paar Stellen, wo die sich auch von alleine so ein Stückchen wegblenden möchte. Das finde ich ein bisschen uncool, ne? Vielleicht muss man da halt einen extrem reichhaltigen Primer drunter packen. Keine Ahnung. Ich arbeite mit dem, was ich hier habe und ja, damit funktioniert es halt nicht ganz so gut. Ich habe jetzt hier einen Concealer, das ist der Multitasker von Manhattan in der Farbe 20 Fair. Ich habe keinen Concealer von Revolution. Ich hatte mal welche, die habe ich entweder aussortiert oder aufgebraucht. Ebenso verhält es sich auch mit der Lidschattenbase. Die habe ich, glaube ich, sogar mal aufgebraucht. Deswegen kommt der Concealer jetzt aufs Augenlid als Eye Primer. Mir fehlt jetzt natürlich etwas Lebendigkeit im Gesicht und da helfen wir nach. Da habe ich einmal von Revolution Pro, ist nicht Revolution selber, aber halt eine Schwester, Goddess Glow Cream Contour and Bronze in der Farbnuance Light. Das ist diese Quetschtube. Die war, glaube ich, letztes Jahr auch total im Hype. Oh ja, ich erinnere mich, das war recht warm. Und tatsächlich, wenn man diese Puffelschwämmchen auch kennt, ne, das ist relativ hart vom Schwämmchen her. Also ist nicht so wie, ich sag mal, vom Erfinder gedacht. Und es ist relativ dezent von der Farbe her. Das sieht man auch wohl, ne, dass man da nicht so super viel von sieht. Ich kann den auch nur jetzt aktuell tragen. Ansonsten ist er mir selber zu hell, obwohl ich ja selber tatsächlich sehr hell bin, ne? Also wüsste ich nicht, wem das sonst noch passen könnte. Bin ich jetzt nicht so der ultimative Fan von, aber es ist nice to have. Die Farbe an sich ist ein bisschen sehr ocker, aber dadurch, dass es halt nur so eine leichte Hint-of-Tint-Geschichte gibt, ist das nicht so schlimm. Jetzt habe ich auch ein recht neues Produkt. Huch, und zwar ist es hier Blush Bomb Blusher in der Farbnuance That's Cute Pink. Genau, das ist dieser hier. Gibt auch unterschiedliche Farben. Und ich habe mir jetzt einfach diesen gekauft. Und ich gebe mir den ganz gerne erstmal auf meinen Handrücken, ne, dass wir da jetzt nicht allzu eskalativ direkt zu Anfang sind. Dann nehme ich mir meinen Pinsel, mit dem ich auch schon bislang gearbeitet habe. Arbeite das erstmal in den Pinsel ein. Der ist nämlich nicht so wenig pigmentiert, ne? Und dann trage ich mir das auf. Ja, schon pink. Und wird gerade echt fleckig. Warum?
nimmt die Foundation ab. Arbeite ich jetzt mit dem Schwämmchen noch etwas nach. Nehme dadurch natürlich enorm was an Deckkraft weg, ne? Aber ja, man sieht es hier auch tatsächlich. Da ist gut was von der Foundation leider abgegangen. Ja, die Seite ist irgendwie immer meine bessere Seite. Also, dass ich mich da auch ein bisschen besser schminke. Ich weiß auch gar nicht, warum. Ist ja meine linke Körperseite hier. Keine Ahnung. Ist wahrscheinlich meine Schokoladenseite. Auf jeden Fall hat es hier ein bisschen besser funktioniert, aber ich habe jetzt nicht weniger Produkt oder so genommen. Naja, so schaut das Ganze aus. Ist, wie gesagt, wie der Name auch schon sagt, süß. Es ist pink. Ja, aber da gibt es halt auch Cream- und Liquid-Blush-Produkte, die vielleicht noch ein bisschen besser sind. Auch ein neues Produkt ist der Bright Light 4-in-1 Face Glow. In der Farbe Gleam Light habe ich den. Ich habe erst überlegt, ob ich den vielleicht sogar in den Primer mit reinmische, habe mich dann aber dagegen entschieden. Jetzt mittlerweile denke ich mir, wäre gar nicht so verkehrt gewesen. Aber gut, hat so ein Riesenfüßchen. Den kann man, glaube ich, habe ich jetzt bei Ninas Kosmetik gesehen. Oder Nina, heißt die einfach Nina mittlerweile? Dass die das komplett als Prime, nee, oder war das von Rival Loves Me einer? Ich weiß es nicht. Ich habe mir jetzt ein bisschen was einfach auf meinen Finger gegeben und oha, gib mir das hier mal auf. Das ist schon sehr, sehr viel Produkt, ne? Ist dann wahrscheinlich wirklich eher als Primer gedacht gewesen. Weniger als punktueller Highlighter. Ja, der will auch gar nicht mit dem Blush zusammen funktionieren. Die hassen sich ja voll. Also es macht einen schönen Glow. Hat jetzt auch keinen groben Schimmer mit drin, aber ich glaube, dass das eher ein Produkt ist, was ich als Primer verwenden würde. Meine Lippen sind trocken, wie die Wüste Gobi selbst. Da habe ich aus einer Limited Edition von Findet Nemo in der Farbe, ich weiß es nicht, es ist auf jeden Fall so ein Orange, ein Lippenöl, glaube ich jedenfalls, dass es ein Lippenöl und kein Lipgloss war. Und damit möchte ich jetzt einfach mal meine Lippen ein bisschen wiederbeleben. 4 Milliliter sind hier drin, da braucht man schon eine Weile, um das aufzubrauchen und ja, fühlt sich ganz gut an. Ich habe jetzt hier auch noch das Cherry Bake Puder, da sind ganze 3,2 Gramm drin, das ist echt nicht viel. Ja, das wollte ich jetzt gerne mal unter meinen Augen verwenden. Ich gebe mir jetzt ein bisschen was in meinen Deckel, habe das dann hier, dann habe ich hier ein Puffelding, arbeite das schön darin ein, dass es auch schön weich dann kommt. Und gebe mir das dann unter meine Augen und auch auf meine Augen drauf, um den Concealer zu setten und hoffentlich auch ein bisschen Weichzeichnung und Korrektur der Farbe zu erwirken. Mal gucken, ob das so funktioniert. Doch, ne? Ich finde, das sieht definitiv weicher aus und ich glaube, der Concealer und die Foundation mögen sich auch nicht leiden. Also die ist eine Zicke, die Foundation. Weil wenn jetzt so viele Produkte, die ich jetzt nach der Foundation auftrage, alle nicht funktionieren, gehe ich einfach davon aus, dass es an der Foundation liegt, oder? Weiß ich nicht. Hattet ihr da, wie sind eure Erfahrungen mit der Silk Serum Foundation oder Skin Silk Foundation? Falls ihr die schon getestet habt, schreibt das gerne mal in die Kommentare, denn Schwarmwissen ist halt immer super wichtig, falls jemand sich für die Foundation interessiert, dass man da nachlesen kann, ne? Nun denn, fürs komplette Gesicht verwende ich dieses Produkt hier. Das ist jetzt eigentlich, ne, hätte ich auch nur das verwenden können, weil bei diesem Revolution, wie heißt du eigentlich? 2-in-1 Loose and Press Powder, okay, tolle Farbbezeichnung oder Produktbeschreibung, haben wir hier einmal das gepresste Puder und hier unten drunter, vorsichtig öffnen, das lose Puder. Oha, es wurde so gelagert. Das war wahrscheinlich nicht die beste Idee des Universums. Nun, das wird verwendet, habe ich auch schon ein paar Mal verwendet. In Real Life Filter war die Edition davon und ich glaube, ich möchte heute mal wirklich mit so einem großen Fluffel arbeiten, denn ich habe auch allerhand Produkte gleich, die so richtig schön große Fännchen haben, wo man gut mit einem großen Pinsel reinfluffeln kann, das liebe ich ja, ne? Wobei man auch sagen muss, dass man theoretisch, wenn ich das jetzt als Alltags-Make-up verwenden würde, würde ich jetzt nicht noch Puder, Blush, Bronzer, Highlighter drüber geben, mache ich jetzt aber. Das liegt einfach daran, da werde ich demnächst auch noch ein Video zu drehen, dass ich einfach die Haltbarkeit von meinem Make-up dadurch verlängere und irgendwie einfach realisiert habe im Laufe der Zeit, dass wenn ich diese Technik mache, dass alles einfach besser funktioniert und hält, weil ich werde gleich noch ein paar Videos drehen. Da habe ich hier den Revolution Glow Splendor Ultra Matte Bronzer in der Farbnuance Fair. Das ist halt echt eine Bratpfanne, ne? Schaut so aus. Da sind nämlich ganze 15,5 Gramm drin. Das kann unsere ganze Nachbarschaft nicht mal innerhalb von irgendeiner sinnvollen Zeit aufbrauchen, glaube ich. Der hat eine schöne Pigmentierung. Das ist eigentlich ein toller Bronzer. Man muss ein bisschen damit haushalten, sage ich mal, wenn man so wie ich nicht unbedingt krass Glow mag, weil ich persönlich finde, auch wenn hier matt draufsteht, jedes Mal, wenn ich ihn auftrage, dass der schon irgendwas Glowiges mit dabei hat.
Das hat er so versteckt einfach mit dabei. Naja, so schaut er aus. Ist jetzt auch wieder nicht der beste Bronzer, den ich habe. Aber halt auch nicht der schlechteste. Ist halt solide, ne? Die Frage ist halt, braucht man so ein Riesending? Manchmal. Na, lass das. Weiß ich nicht. Ist verrückt. Okay, ja, finde ich, ist solide. So kann man es, glaube ich, ausdrücken. Ja, als Blush habe ich mir was ausgesucht. Den gibt es, glaube ich, sogar noch bei Rossmann zu kaufen. In der Farbnuance Rose Kiss habe ich mal von der lieben Ela geschenkt gekriegt. Den Blusher Reloaded. Ich habe mir da aber dann irgendwann auch einen Spiegel reingeklebt, weil ich den wirklich gar nicht mal so wenig verwendet habe und das einfach praktisch fand, einen Spiegel dazu zu verwenden. Und das war mal irgendwo in so einer Mystery Box von Amazon mit dabei. Ich kann euch mal ein aktuelles Unboxing von dieser Amazon Beauty Mystery Box verlinken. Manchmal hat man Glück und hat da wirklich brauchbare Sachen drin. Auf jeden Fall ist das wirklich ein mattes Produkt, was sehr, sehr, ja, ich sag mal, weich ist. Also, ne, eigentlich, ich mag die Dinger, wo du halt auch dieses Geswirlte hier drin hast. Finde ich echt schön. Und ich glaube, den habe ich fast schon seit Anfang meiner YouTube-Zeit. Also richtig, richtig lange. Einer meiner ältesten Schätze ist das. Und den trage ich hier einfach auf. Und der geht halt immer, ne? Also, ich mag den. Der ist hübsch. Um auch nochmal bei den Oldschool-Produkten zu bleiben, habe ich hier in der Farbe Just My Type den Highlighter Reloaded. Auch das ist ein Produkt, was man noch kaufen kann. Finde ich ziemlich cool. Und ich wurde letztens mal gefragt, verwendest du für Blush, Bronzer und Highlighter echt immer den gleichen Pinsel? Meistens ja. Ich weiß, manche triggert das, aber ich bin halt manchmal doch etwas pinselwaschfaul. Und das funktioniert halt auch. Bin jetzt einfach nur zweimal reingedippt und habe dieses Ergebnis. Das ist auch wieder so ein Highlighter, den ich seit Asbach habe, also wirklich seit 5 Jahren oder so. Und der geht halt immer. Ich finde den wunderschön. Nach wie vor macht er einen schönen Glow. Wenn man den intensiver haben will, kann man den auch doller aufbauen. Aber das ist schon mal ein Ergebnis, was sich sehen lässt, ne? Als Augenbrauenstift habe ich auch was Neues am Start. Das ist von Revolution in der Farbe Blond. Der, ja, ich weiß nicht, 2-in-1 ist das auf jeden Fall. Augenbrauenstift und Augenbrauengel, ne? Und hier habe ich jetzt einmal den Stift. Der sieht so fancy aus, wenn man das so hochdreht, weil das auch so halbwegs flach ist, aber auch nicht wirklich. Dann wollen wir mal. Ich bin ja nicht so die Queen of Bladed Brows zeichnen und so. Ich filme die einfach irgendwie auf. Versuche eine Form reinzukriegen. Das ist nicht so leicht. Ach ja, damit lässt sich wirklich ganz gut arbeiten. Du kannst sowohl, wenn du das so hinlegst, dass du die breite Seite halt hast, ne, kannst du das wirklich ja grob ausfüllen. Und wenn man den so ein bisschen hinlegt, dass das nur über die Spitze geht, kann man auch präzise damit malen. Das funktioniert gut. Und die Farbe, die geht auch klar. Ja, da kommt auf jeden Fall Freude auf. Das finde ich sehr charmant, ne? Und dann verwende ich jetzt die andere Seite. Das ist das Augenbrauengel, um das Ganze zu fixieren. Und das ist so ein super kleines, süßes, niedliches Bürstchen. Finde ich klasse. Und ich mag ja so gerne von Revolution das Augenbrauengel. Mal gucken, ob wir hier die gleiche Formulierung vorfinden dürfen. Ja, ich würde sagen, es ist schon ein bisschen wässriger, oder? Es liegt daran, dass wir dieses kleine Bürstchen haben. Aber es bringt alles schon mal ganz gut in Form. Mag ich auf jeden Fall leiden. Ja, die Augenbrauen sind auf jeden Fall aufgefüllt. Und jetzt verwende ich eine Lidschattenpalette, die eine Limited Edition war. Das ist die, ja, It Chapter 2 Limited Edition. Das ist dieses SS Georgie Boot. Sehr geil. Und das sind die Töne. Und dann schauen wir mal, was die so auf meinen Augen anstellen werden. Wir starten mit dem Ton Floating. Das ist so ein ganz, ganz heller Lavendelton. Und den setze ich quasi in meiner Lidfalte rein als ersten Basiston und später halt auch so ein bisschen, ja, zum Ausblenden kann man den auch ganz gut nehmen, ne? Ist einfach ein matter Ton. Kommt jetzt auf dem Auge dezent zur Geltung, würde ich mal so sagen. Aber es ist ja auch ein Pastellton, klar. Nach außen setze ich mir den Ton Be Afraid. Das ist ein, ich würde sagen, ja, Königsblau, aber irgendwie ist es doch kein Königsblau. Das hat nämlich noch irgendwie einen lila Stich mit drin. Ganz spektakulär. Genau, und deswegen könnte der vielleicht ganz gut harmonieren. Blende den dann auch ein wenig in meine Lidfalte, um da schon mal einen leichten Schatten zu schaffen. Aber den muss er aufbauen. Ansonsten ist der halt auch recht dezent und kommt bei weitem nicht so doll daher wie in der Palette. Ist jetzt auch nicht irgendwie fleckig oder so geworden. Das finde ich schon mal positiv. Ich möchte es aber dennoch ein kleines bisschen mehr dunkel haben. Deswegen gehe ich in diesen Ton Crave rein. Das ist ein ganz, 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 ganz dunkel Weinrot, würde ich ihn jetzt einfach mal nennen. Ja, die Palettenform ist ein bisschen schwierig und einen Spiegel haben wir da auch nicht drin.
Genau, da bin ich jetzt zweimal reingedippt. Ich habe jetzt auch erstmal nicht abgeklopft und gebe den nur hier so außen punktuell nochmal hin. Ja, das macht auf jeden Fall nochmal ein bisschen was Schönes, ne? Also, dass man da halt noch eine schöne Verdunklung halt bekommt, finde ich definitiv passender als den Ton, den ich da vorher hatte. Ich stehe aber auf diesen Ton Be Afraid, deswegen setze ich mir den an den unteren Wimpernkranz. Interessant, wie der auch auf den Augen bzw. auf der Haut wirkt, in Relation zu dem, wie der im Pfändchen aussieht, ne? Dann arbeite ich jetzt mit den Fingern und verwende zuallererst Beautiful Fear. Das ist dieser schöne rosa Schimmerton. Den gebe ich mir hier außen hin, ungefähr bis zur Hälfte. Oha, der ist wirklich schön. Also das kommt gut, ne? Speziell, aber cool. Auf die innere Hälfte gebe ich mir den Ton Circus. Also da nehmen wir, das ist wie so ein Goldton eigentlich. Aber der hatte eben auf dem Finger auch irgendwas Kupfermäßiges am Start. Der ist halt Kupfer. Das ist auch eine sehr, sehr geile Farbe. Ich habe jetzt hier keinen super hellen Ton für den Innenwinkel. Da nehme ich gleich einfach meinen Highlighter, ne? Die Übergänge verblende ich dann auch einfach mit dem Finger. Und dann haben wir ein krasses Augen-Make-up. Das ist Hammer. Da hätte ich wirklich für diese Schimmertöne definitiv noch irgendwie das Rot auch mit reinbringen können. Aber ich habe es jetzt so gemacht und bin damit auch vollkommen happy. Ich habe mich jetzt umentschieden. Ich mache jetzt doch irgendwie was Spektakuläres. Und zwar möchte ich mir super gerne diesen Gelbton Raincoat in meinen Innenwinkel geben. Ich glaube, das kann cool werden. Mal schauen. Zumal der ist jetzt nicht so sonnengelb, sondern halt wirklich Raincoat, also wie ein Regenmantel, ne? Der hat auch was Orangenes mit dabei. Das heißt, der leuchtet jetzt leider nicht so sehr. Ich weiß nicht, ob ich das fühle. Vielleicht darüber jetzt noch ein bisschen von dem Highlighter toppen, aber nur ganz, ganz bisschen. Also auch hier mit dem Point Brush dann nochmal in den Highlighter. Ich glaube, das sieht ein bisschen besser aus, oder? Wenn da jetzt noch ein Highlighter mit bei ist, vielleicht. Oder ich muss mich dran gewöhnen, vielleicht auch mal so ein mattes Inner Corner zu tragen. Das ist wahrscheinlich einfach auch so eine Sache, ne? Aber süß ist es auf jeden Fall. Doch auch mit dem Gelb, das gibt nochmal einen Farbtupfer und das passt auch mit dem orangenen Schimmerton oder kupferfarbenen Schimmerton ganz gut. Doch, doch, doch. Ich fühle mich wohl. Der Liner Pau sollte ja auch so ein bisschen an den Hype von der 5D Lash Pau Mascara anschließen. Hat er nicht unbedingt gemacht. Wir haben auf jeden Fall eine Kugel zum Schütteln, was ich charmant finde. Und auch vorne, ich denke mal, dass der so eine Pinselspitze hätte. Aber der hat auch nur ein Schwämmchen, wobei dieses Schwämmchen sehr präzise ist. Er malt auf jeden Fall tief schwarz. Man kriegt jetzt keine super Spitze hin, aber es ist definitiv ein Blick wert. Wow, das war ein toller Wortwitz, Claudi. Setting Spray. Da habe ich jetzt eins, das habe ich aber auch schon eine Weile. Das gibt es auch nicht mehr, das Energy Fix mit Rosenquarz. Hatte Essence ja auch mal so als Limited Edition. Schon süß, ne? Rosenquarz jetzt wirklich was im Gesicht so als in einem Spray machen. Keine Ahnung. Riecht auf jeden Fall nach Rose. Und soll jetzt einfach im Prinzip mal das Puder mit der Base verschmilzen lassen, dass es alles etwas harmonischer aussieht. Ich muss aber sagen, dass auch das Fixing Spray jetzt nicht gemacht hat, dass die Foundation besser aussieht. Also jetzt so auch in der Kinnpartie, ne? Nö, nicht so ganz mein Vibe. Fühlt sich jetzt auch nicht so ultimativ gut auf dem Gesicht alles an. Ich verwende jetzt eine Wimpernzange. Das ist einfach meine von Catrice, die ich einfach total großartig finde. Und damit hätten wir die Wimpern jetzt schon mal ideal vorbereitet auf die neue Wispify Mascara False Lash. So schaut sie aus. Und die darf uns jetzt mal Vararoom Lashes machen. Mal gucken, ob sie es macht. Hat ein Faserbürstchen, was einfach wirklich sehr, sehr Wispify aussieht. Ne? Also es ist viel Produkt dran. So ein bisschen verdreht auch, also total abgefahren. Ich habe auch schon beim ersten Mal, als ich euch die gezeigt habe, gesagt, dass ich denke, dass Leute, die etwas kleinere Augen haben, Probleme mit dem Innenwinkel haben könnten, weil das hier vorne so wie abgeschnitten ist. Du hast halt nicht so eine Spitze, nicht mal eine leichte Spitze hier dran. Also könnte schon ein kleines Problemchen werden. Aber wir schauen einfach mal, wie die Mascara jetzt auf meinen Wimpern performt. Und das hier ist einmal ohne Mascara. Die erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Ich würde jetzt einfach mal sagen, für mich persönlich groovt sich langsam die Mascara ein, denn ich hatte sie auch schon mal verwendet. Und jetzt in der Second Impression gefällt sie mir um Längen besser, denn sie trocknet nicht so komisch direkt an und macht nicht dieses, dass du gar nicht mehr durchkommst, um sie zu schichten, weil das brauche ich einfach für mein Wohlbefinden. Und ich mag sie gerne leiden, also die sieht gut aus.
Hier ist sie noch ein bisschen verklebt. Das muss ich wahrscheinlich auch noch ein bisschen üben, mit dem Bürstchen richtig umzugehen. Aber hier hat sich das Ganze auch schon ein bisschen besser gezeigt. Und die macht schöne, lange, derbe Wimpern. Und das mag ich. Wow, meine Haare haben heute echt ihre ganz eigene Party. Ich verwende jetzt den Lip Liner. Den hatte ich mal aus dem Adventskalender. Das ist einfach, ja, hier steht auch nur Lip Liner drauf mit 1,15 Gramm. Ist irgendwie so ein Nude-Tönchen. Ne? So schaut der aus. Ist so zum Anspitzen. Hui, auch um meine Lippen herum ist die Foundation echt total broke. Wow. Wohingegen der Lip Liner sehr schön ist. Also das ist ein ganz toller Nude-Ton. Wirklich eine sehr, sehr schöne Farbe, die auch zu vielen verschiedenen Looks geht. Ne? Und dann habe ich hier in der Farbnuance White Wedding einen Lipstick. Das ist mit dieser süßen Kussmundkappe. Und ja, den gebe ich mir jetzt drüber. Der dürfte jetzt ganz gut funktionieren. Na, geht so. Der ist ein bisschen rosa. Mhm. Das ist eher so ins Rosastichige. Wow, das sieht natürlich jetzt sehr kunterbunt in meinem Gesicht aus, ne? Ist aber, wie es ist. Dann gebe ich mir jetzt zu guter Letzt, nachdem ich meine Haare einmal charmant geöffnet habe, noch ein Parfum auf. Denn das hatte ich auch mal gekauft. Ich meine, das hatte ich aber bei Cosmetic for Less mir mal bestellt. Huch. Und ja, die Haare lassen wir jetzt einfach mal auch sehr wild, weil der Look ist auch sehr wild, oder? Genau. Und das ist das Love Eau de Toilette. Ich finde, der Duft verfliegt einfach unfassbar schnell. Das ist ein ganz, ganz guter Easy Peasy Lemon Squeezy Alltagsduft. Der ist sehr blumig, sehr einfach, ja, ganz entspannt halt unterwegs. Ne? Das ist jetzt kein Bam in Your Face Duft. Das ist einfach einer, den machst du drauf und du riechst einfach nach frisch. Nach frisch gewaschen, nach frisch geduscht, nach sauber einfach. Und ich glaube, dass man damit einfach ganz gut fährt, wenn man den so im Alltag trägt. Ist jetzt nicht super Spezielles, aber definitiv solide und so super teuer sind die halt auch nicht. Ne? Das ist jetzt so eine kleine Fiole hier mit 10 Millilitern gewesen. Ich weiß gar nicht, doch, die hatte ich mir auch in einer kleinen Fiole so gekauft damals. Ich weiß nicht, wie. Gab es die halt als so kleines Produkt oder gibt es die immer noch? Dann ist es sicherlich auch in der Infobox verlinkt. Das ist jetzt einmal mein fertiger Look. Also, mein Fazit ist, dass ich glaube, dass die Foundation den Look ein bisschen kaputt gemacht hat. Also der Look wäre ohne diese Foundation, glaube ich, schöner, weil sie hat jetzt nicht irgendwie einen super Glow gegeben, sie hat es jetzt auch nicht irgendwie alles super schön gemacht. Es ist halt einfach eine Foundation, die vorhanden ist, aber leider mit manchen anderen Produkten nicht so funktionieren wollte. Ich persönlich mag eigentlich von Revolution die Base-Produkte richtig gerne, vor allem Blush Bronzer Highlighter. Das ist halt echt so mein Ding, ne? Ich bin beeindruckt von diesem Augenbrauen-Ding. Hätte nicht gedacht, dass ich mit dieser Palette diesen Look schminke. Finde ich ziemlich abgefahren, aber manchmal überkommt es mich halt, ne? Und ansonsten, die Mascara kann man sich anschauen, wenn man möchte. Das Parfüm, wie gesagt, ist halt so eine ganz solide Kiste. Und ja, ne? Das wäre es ja schon gewesen. Alles in der Infobox verlinkt, falls ihr Bock habt, da irgendwie euch die Produkte mal anzuschauen. Wie gesagt, bei Lookfantastic könnt ihr die finden, mit Claudi Welt könnt ihr da sparen. Bei Cosmetic for Less könnt ihr die teilweise auch finden. Da könnt ihr mit Claudi 15% sparen und auch auf Revolution Produkte. Auf fast alles gilt der. Und ja, manche bei Purish, aber die haben halt nicht so super viele von den Revolution Produkten. Die Foundation auf jeden Fall. Ne? Da könnt ihr auch mit Claudis Welt 10 drauf sparen, denke ich mal. Ihr Lieben, schreibt mir mal gerne eure Erfahrungen mit den Revolution-Produkten, die ihr so zu Hause habt, in die Kommentare oder zu dem, was ihr hier jetzt in meinem Fullface gesehen habt, ob ihr die gleiche Meinung habt wie ich zu der Foundation oder ob ihr da ganz anderer Meinung seid. Ich bin drauf gespannt, was ihr mir schreibt. Genau, ihr Lieben, das wäre es hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wenn Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.